Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Ich habe jetzt vor, die Hauptquest zu starten und deswegen habe ich auch die Musik im Spiel an. Und ja, ich wollte das eigentlich mit meinem Anfangspferd machen, aber ich hatte gerade keine Lust zurückzureiten und ihn zu holen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mit Bray. Und da ist was. Hoppala. Was ist das? Folge den Eichhörnchen. Folgen wir mal den Eichhörnchen. Okay. Warte, mein Pferd ist nicht so schnell. Oh Mann. Hast du das gesehen, Tinkern? Der Stein hat plötzlich geleuchtet wie ein Midsommerfeuer. Was? Wir sind nicht alleine? Hi! Oh, hab dich gar nicht gesehen. Ich bin Alex Cloudmill und das ist Tinkern. Ich wette, du bist den Sommer über auf Jorvik oft im. Was? Du bist den Sommer über auf Jorvik und im Morlandstall, um zu reiten, richtig? Diese Insel hat dir mehr zu bieten als das, was in den Broschüren steht. Bist du bereit, Jorviks verborgene Seite zu entdecken? Oh, sorry. Du fragst dich wahrscheinlich, warum dieser alte Stein hier so glüht? Ich wünschte, ich hätte eine harmlose Erklärung dafür, warum die hohen Steine so reagiert haben. Aber die Wahrheit ist, ich habe so etwas noch nie gesehen. Alex, Tinkern, habt ihr das auch gespürt? Du denkst doch nicht, dass Darkor... Oh. Hi, Linda. Lass mich dir unsere neue Freundin vorstellen. Das ist... Nala. Seltsam. Es wirkt, als würde der Runenstein auf die Anwesenheit von Nala reagieren. Könnte sie einer dieser Kandidaten sein, von denen Fripp gesprochen hat? Was ist ein Fripp? Gute Frage. Er ist eine Art... Ja, wenn es dein Schicksal ist, ihn kennenzulernen, wirst du es ja selbst herausfinden. Ich wünschte, ich könnte noch bleiben und reden, aber ich stehe ganz kurz vor einem Durchbruch bei unseren Nachforschungen zu... Du weißt schon wem. Die Bibliothek ruft was? Ja, genau. Willst du nicht mitkommen, Alex? Die Bücher da beißen nicht. Tun sie nicht? Wie schade. Beißende Bücher sind die besten. Zeigt euch beißende Bücher. Wenn ich so darüber nachdenke, ist es wohl doch besser, wenn ich dich erstmal von der Bibliothek fernhältst. Was meinst du mit dir, alter Freund? Sollen wir zum Silverglade Landgut reiten und unsere Mission beenden?
Ja, okay. Wir können unterwegs für ein paar Äpfel bei Marley halten. Bis bald, Alex. Schön, dich kennengelernt zu haben, Nala. Okay, und hiermit ist die Quest angefangen, oder was? Wenn Linda es darauf anlegt, kann sie jedes Geheimnis lüften. Sie ist quasi ein Genie. Ein Genie mit besonderen Kräften und einem Pferd. Das volle Paket. Ich glaube, das Schicksal wollte, dass wir uns begegnen. Mission erfolgreich, Schicksal. Linda ist nicht die Einzige, die etwas Dringendes zu erledigen hat. Eine alte Rivalin von uns ist wieder aktiv. Lincoln und ich müssen das untersuchen. Missionen? Rivalinnen? Kräfte? Wer seid ihr zwei? Wir sind die eine Hälfte der Soul Rider. Wir sind eine Art Reitclub. Nur, dass es nicht unser Ziel ist, auf Wettbewerben möglichst viele Preisschleifen zu gewinnen. Wir arbeiten zusammen daran, Jörvik sicher zu halten. Ich will dabei helfen. Oh, Nala, ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen, aber das Seelenreiten ist keine Wohltätigkeitsarbeiten, für die man sich einfach so meldet. Es geht um Schicksal und Rituale. Das Ganze ist kompliziert. Klingt gefährlich. Du hast ja keine Vorstellung. Ein Soulrider zu sein, ist zu viel Verantwortung und Gefahr für eine einzelne Person. Deshalb sind wir eine Schwesternschaft. Außerdem haben wir unsere Soulpferde, die uns Kraft geben. Hör zu, es ist sicherer für dich, wenn du einfach zum Morlandstall zurückkehrst und mit den anderen Mädchen das Reiten übst. Hilf den Bobcats beim Kuchenverkauf. Mach ein Freundschaftsarmband, normales Zeug. Aber wenn du einer der Reiterinnen bist, von denen Fripp gesprochen hat, werden wir uns bestimmt bald wiedersehen. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, Nala. Umsorge dein Pferd, hilf deinen Nachbarn und hab Spaß. Und wenn du mal nach Silverglade kommst, sehen wir uns hoffentlich. Komm schon, Tinkern, das Abenteuer ruft uns. Oh, okay. Wow. Okay. Okay. Ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Vielleicht sollen wir mal das hier machen? Oder? Es gibt so viel zu tun. Ich habe echt keinen Plan. Ich sollte vielleicht das mit Josh machen, weil als ich das mit dem alten Account, auf dem ich nicht mehr rauf kann, gemacht habe, war ja die Aufnahme abgebrochen. Und die Musik nervt mich jetzt. Ich hoffe, die war nicht zu laut. Und ja, das machen. Ich wollte das nicht, aber okay. Das machen wir auch irgendwann, aber auf jeden Fall nicht jetzt. Wir reiten einfach mal zuerst zur Starshine Range. Und
und schauen dann, was wir da machen können. Obwohl diese Quest schon, also diese Folge schon ein bisschen länger ist. Wir machen es einfach so, ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. So wird diese Folge nicht so lang. Und ich schau mal, wie ich das mit der Quest auf der Starshine Ranch machen kann, so dass wir die auch mal wiederholen, weil es letztes Mal abgebrochen ist. Tut mir leid. Und ja, die machen wir in der nächsten Folge. So. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!